Erfindung eines Szenenübertragsmechanismus für Rechenmaschinen von Gottfried Wilhelm Leibniz. Gottfried Wilhelm Leibniz, geboren am 1. Juli 1646 in Leipzig, war ein bedeutender Philosoph, Mathematiker, Jurist und Erfinder einer Rechenmaschine. Er hat die erste Rechenmaschine entwickelt, mit der Multiplikationen mechanisch realisiert wurden. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es lediglich zwei Rechenmaschinen mit einem automatischen Szenenübertrag. Die Rechenmaschine von Blaise Pascal aus dem Jahr 1642 und die Rechenmaschine von Wilhelm Schickel aus dem Jahr 1623. Diese Rechenmaschinen hatten im Unterschied zur Rechenmaschine von Leibniz keinen Zahlenspeicher. Beide Rechenmaschinen haben Zahnräder mit 10 Zehen für die Zahlenrepräsentation verwendet. Die Eingabe einer Zahl und die Ausführung der Rechnung waren derselbe Vorgang. Und jede Ziffer einer Zahl musste einzeln und nacheinander in die Stellen eingegeben werden. Wollte man zum Beispiel im Falle einer Multiplikation dieselbe Zahl erneut eingeben, musste erneut jede Ziffer stellenweise eingegeben werden. Leibniz hat erkannt, dass man für eine vereinfachte Bedienung einen Zahlenspeicher benötigt, sodass die eingegebene Zahl nach erfolgter Rechnung weiterhin im Zahlenspeicher gespeichert ist und bei Bedarf erneut ins Rechenwerk übertragen werden konnte. Dadurch konnte eine Multiplikation relativ einfach realisiert werden. Er hat während den Überlegungen zu seiner Rechenmaschine das Sprossenrad und die Staffelwalze als mechanischen Zahlenspeicher erfunden. Das von ihm erfundene Staffelwalzenprinzip, mit dem Multiplikationen auf mechanische Weise realisiert werden konnten, hielt sich über 200 Jahre als unverzichtbare Basistechnik. Leibniz hat damit die erste Vier-Spezies-Maschine erfunden. Die Trennung von Zahlenspeicher und Rechenwerk war aber nur die theoretische Lösung. Die praktische Umsetzung erwies sich für damalige Verhältnisse als äußerst schwierig. So hat er von 1670 bis zu seinem Lebensende im Jahre 1716 an seiner Rechenmaschine arbeiten lassen. In dieser Zeit hat er 4 Modelle fertigen lassen. Die hier gezeigte Rechenmaschine ist das einzig erhaltene Original. Sie weist eine komplexe Mechanik auf. Neben dieser Lösung hatte er aber auch andere Ideen für eine Rechenmaschine. Eines dieser Ideen beschreibt Leibniz in einem Memoir an Olivier, einem Uhrmacher aus Paris. Es sind nur 2 Skizzen und eine Beschreibung dieses Konzeptes erhalten. In diesem Video wollen wir uns den Szenenübertrag anhand einer 3D-Animation genauer anschauen. Das 3D-Modell basiert auf den technischen Zeichnungen zu einem Studienmodell von Klaus Badur, einem Ingenieur aus Hannover. Leibniz beschreibt in seiner Skizze Wellen AB, hier in Blau dargestellt. Auf dieser Welle AB ist ein Übernahmezahnrad G befestigt. Die Welle AB trägt außerdem einen Sperrmechanismus. Dieser Sperrmechanismus kann die Welle mit einer Hülse verbinden oder entkoppeln, die wie hier gezeigt nur LMNO umfasst. Auf der Hülse ist die Rastscheibe der Rastbuchse befestigt. Die Rastscheibe ist eine Ergänzung. Sie ist in der Skizze von Leibniz nicht vorhanden. Ein Raststift verbindet beide Bauteile und damit die Welle AB mit der Hülse. Auf der Hülse ist ein Übernahmezahnrad mit 10 Zähnen befestigt. Dieses nimmt den Zähneübertrag auf. Außerdem ist ein Einzahn auf der Hülse befestigt. Dieser überträgt einen anfallenden Zähneübertrag auf die nächste Stelle. Weiterhin ist eine Ergebnisanzeige PQ auf der Hülse befestigt. Die Hülse muss mit Federn in Rastpositionen auf der Welle AB gehalten werden, damit die Ergebnisanzeige vor und nach einem Zähneübertrag in einer der 10 Rastpositionen stehen bleibt. Das Zahnrad G sollte am Gehäuse gerastet sein. Die Rastmechanismen werden hier für eine bessere Übersicht nicht dargestellt. Die Antriebswellen werden durch eine zentrale Kurbel angetrieben. Auf der Antriebswelle befindet sich eine Staffelwalze, mit der eine eingestellte Zahl übertragen wird.
Neben der Welle AB befindet sich die Welle CD. Diese Welle nimmt einen anfallenden Zehnübertrag auf. Auf der Welle CD befindet sich ein Schaltritzel mit 6 Zähnen. Weiter unten befindet sich ein Schaltzahnrad mit 36 Zähnen. Dieses greift in ein Zahnrad mit 6 Zähnen ein, welches sich auf der Welle EF befindet. Auf der Welle EF befindet sich ein weiterer Einzahn. Dieser greift direkt in das rote Übernahmezahnrad der nächsten Stelle ein. Unterhalb des Einzahns befindet sich ein Schalthebel, welcher den Sperrmechanismus vor dem Eingriff entsperrt. Das vorgestellte Modell wurde anhand der Interpretation der Skizze und der Beschreibung von Leibniz erstellt. Die vage Beschreibung lässt viele Interpretationsmöglichkeiten zu. So ist zum Beispiel nicht bekannt, ob Leibniz die gegenläufige Drehrichtung jeder zweiten Welle bewusst war, weil diese nicht erwähnt wird. Diesbezüglich werden die Ziffern auf der Ergebnisanzeige in der Skizze von Leibniz nicht gezeigt. Außerdem werden die Staffelwalzen nicht gezeigt und auch nicht genauer erläutert. Deswegen ist nicht bekannt, ob die Staffelwalzen gleichzeitig in den Eingriff kommen und ob sie mit Zwischenwellen betrieben werden. Zusätzlich lassen die Formulierungen die Interpretation zu, dass während einem Zehnerübertrag keine Zahl auf die Welle übertragen wird. In diesem Video wird aber angenommen, dass die Staffelwalzen und Ziffern ähnlich wie in der erhaltenen Leibniz-Rechenmaschine sind und dass während einem Zehnerübertrag gleichzeitig eine Zahl übertragen werden kann. Hätte diese Zehnerübertragskonstruktion von Leibniz funktioniert? Schauen wir uns dazu eine Beispielrechnung an. Zunächst wird die 9 eingestellt. Die Staffelwalze wird über die Antriebskurbel in Bewegung gebracht und die eingestellte Zahl 9 wird von dem Übernahmezahnrad abgegriffen. Die Ergebnisanzeige zeigt nun die Zahl 9 an. Jetzt wird eine 1 eingegeben und der Zehnerübertrag fällt an. Und der Einzahn steht kurz vor dem Eingriff in das Schaltritzel der Welle CD. Jedoch bewegt sich die Ergebnisanzeige der zweiten Stelle in entgegengesetzter Richtung und das Ergebnis der Rechnung ist 90. Durch zwei Zwischenwellen ändert sich die Drehrichtung der nächsten Ergebniswelle. Dadurch ist das Ergebnis falsch. Es wird angenommen, dass Leibniz mit der Übersetzung der beiden Zwischenwellen von 1 zu 6 einen Zehnerübertrag schnell abfertigen wollte. Noch bevor sich die nächste Welle durch einen Zahlenübertrag wesentlich bewegt, schauen wir uns dazu die Rechnung 90 plus 110 an und vernachlässigen die Änderung der Drehrichtung. Die Zahl 90 ist bereits auf der Ergebnisanzeige zu sehen. Die Zahl 110 wird eingestellt. Auf der 10er und 100er Stelle werden gleichzeitig Zahlen übertragen. Dadurch bewegen sich die Übernahmezahnräder beider Wellen gleichzeitig. Der 10er Übertrag wird aber von derselben Bewegung angetrieben und erreicht die 100er Stelle erst, wenn sich das Übernahmezahnrad schon weitergedreht hat. Dadurch stößt der Einzahn auf einen Zahnkopf des Übernahmezahnrads. Aus diesem Grund kann ein Zahlenübertrag nicht gleichzeitig mit einem Zehnerübertrag stattfinden. Es ist aber, wie bereits erwähnt, nach einer anderen Interpretation des Textes möglich, dass dies auch gar nicht vorgesehen war. Herr Badu hat das Problem der Drehrichtungsänderung jeder zweiten Welle gelöst, indem er eine Zwischenwelle entfernt hat. Dazu wird auf der Welle EF der Einzahn, der Schalthebel, das Schaltritzel und die Welle EF selbst entfernt. Auf der Welle CD wird das Schaltzahnrad entfernt. Hinzugefügt wird ein sechsfacher Schalthebel und ein Sechszahn. Schauen wir uns erneut die Rechnung 9 plus 1 an. Erneut wird die 9 eingestellt. Die Ergebnisanzeige zeigt nun die Zahl 9 an.
Jetzt wird eine 1 eingegeben und der Zähneübertrag fällt an. Der 6 Zahn überträgt den Zähneübertrag auf die nächste Stelle. Mit nur einer Zwischenwelle ist die Drehrichtung der nächsten Stelle identisch mit der ersten Stelle. Damit wird das Ergebnis der Rechnung 9 plus 1 korrekt angezeigt. Auf der Ergebnisanzeige ist nun die 10 zu sehen. Diese Veränderung behebt das Problem mit der Drehrichtung. Eine andere Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, wäre, die Ziffern jeder zweiten Ergebnisanzeige in umgekehrter Richtung aufzutragen und die Zwischenwellen der Staffelwalzen zu entfernen, damit auch jede zweite Staffelwalze sich in umgekehrter Richtung dreht. Jedoch ist ein Zahlenübertrag und ein gleichzeitiger Zehnerübertrag auf dieselbe Stelle weiterhin nicht möglich. Es ist festzustellen, dass das Konzept von Herrn Leibniz aus dem Jahr 1677 in dieser Form nicht funktionieren kann. Die Idee, einen Zehnerübertrag gleichzeitig mit einem Zahlenübertrag auszuführen, ist aber wie von Leibniz gewohnt seiner Zeit voraus. Erst 165 Jahre später, im Jahre 1842, wurde die Rechenmaschine Arrêt Morel von den beiden Erfindern Timoléon Morel und Jean Jaillet patentiert. Die Arrêt Morel konnte einen Zehnerübertrag gleichzeitig mit einem Zahlenübertrag verarbeiten. Es ist zu beachten, dass Leibniz seinerzeit Pionierarbeit geleistet hat und viele Grundlagen für den Bau von Rechenmaschinen gelegt hat. So war auch dieses Konzept ein wichtiger Schritt bei der Entwicklung der ersten 4-Spezies-Rechenmaschine.